Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin's wieder, euer Tomic, und heute geht's weiter hier mit Transport Fever. Wir haben ja beim letzten Mal hier schnell noch ein paar Zusatzfahrzeuge für Jepkeping gekauft, damit die Versorgung mit Lebensmitteln dort besser anläuft. Wir müssen unbedingt hier über die, also wieder auf die geforderten 10% kommen, damit die Einlagerung beginnt. Weil noch lagern wir hier irgendwie, zwar kommt hier Lebensmittel an, aber irgendwie noch nicht im Lager. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es aber auch gerade, weil jetzt die ersten LKWs dazu ankommen hier. Sollen wir mal gucken. Wir hatten ja beim letzten Mal noch hier einen zweiten Zug gekauft, der Stahl und Schlacke transportiert, damit wir mehr Lebensmittel kriegen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier... Doch, jetzt passiert hier langsam was, aber irgendwie ist noch nichts im Lager. Ich weiß auch nicht. Wir sind wie üblich knapp bei Kasse, werden aber mal, nachdem wir beim letzten Mal hier dieses wunderschöne Konstrukt gebaut haben und den halben Berg hier abgerissen haben und Kohle ohne Ende rausgeknallt haben, habe ich vor, sobald wir wieder ein bisschen Geld haben, hier nochmal einen kleinen Abzweig hier hochzubauen, hier einen Bahnhof hinzubauen und die Lebensmittel einfach mit dem Zug anzuliefern. Ich glaube, das geht besser als mit dem LKW, weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Tagen Zeit, um Lebensmittel einzulagern. Hier unsere Versorgung nach Jepköping wird jetzt dann hoffentlich auch langsam mal ein bisschen besser. Aber irgendwie fährt hier alles noch leer. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Passiert hier nichts. Ich hoffe, das wird jetzt gleich besser. Dass die LKWs hier nach und nach mal... Ah, da kommen jetzt mal welche, die auch Waren haben. Weil hier liegt eigentlich genug Ware für Jepköping rum. Okay. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen... Ah, jetzt haben wir auch hier wieder 14%, okay. Wir werden jetzt mal versuchen, hier... nochmal einen Güterbahnhof einzubauen. Das müsste ja hier eigentlich genau hinpassen. Mal so, dass wir hier ein bisschen Platz noch haben. So, und jetzt brauchen wir hier ein Gleis. Gucken wir mal, wo wir hier losbauen. Hier sind genau... Signalanlagen. Das wäre ganz gut, wenn wir das dann... Aber die müssen wir nochmal verlegen, würde ich sagen. Machen wir doch nochmal kurz Pause. Wir reißen mal die... Signalanlagen ab. Wir brauchen ja auf jeden Fall eine Weiche, die hier rüber führt. Möglichst eine, die ein bisschen schneller geht. So. So. Und. Wir müssen hier noch. Genau. Oh. Da ein Signal hinbauen. So, und jetzt brauchen wir hier einen Abzweig, der dahin führt. Ist nicht so richtig schön. So, dann können wir nämlich hier noch einen Zug reinfahren lassen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und zwar eine Zuglinie von hier nach hier. So, und das ist dann Lebensmittellager. Oh. So. Okay. So. Dann brauchen wir dafür einen Zug. Die Güterwaren waren jetzt auch nicht so billig, glaube ich. Lebensmittel. Das sind auch immerhin fast 400.000. Gucken, dass wir nicht gleich pleite gehen beim Kaufen. Ich würde schon gerne so 4, 5 Waren. Die schaffen 8 Stück. 5 wäre gut, dann schaffen wir 40. Mit einer Tour für den Anfang. Oder ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre schon mal nicht schlecht. Mal ein bisschen aufs Geld achten. Scheint aber zu klappen. Lebensmittellager. Das funktioniert natürlich wieder nicht. Dann machen wir den mal auf die Stahlroute.
müssen den mal beobachten, bis der hier rausgefahren ist. Ja. Jetzt drehen wir ihn mal um. Lassen ihn zurückfahren, hoffen, dass er hier gleich rüberwechselt. Ne, tut er natürlich nicht. Vielleicht wechselt er hier. Auch nicht. Wechselt er jetzt hier? Ja, okay. So, und jetzt sagen wir ihm aber, du sollst Lebensmittel fahren. Okay. Was man nochmal gucken wollte ist, hier nämlich, das habe ich mich gerade befürchtet. Wir müssen mal die Stahllinie nehmen. Ich will natürlich, dass der, steht hier ein Signal, was wir nutzen können, ja. Dass der hier dieses Signal mitnimmt, dass der so fährt. Ne? Genau, dass sie schön zweigleisig das auch benutzen. Das alles andere macht ja keinen Sinn. Unser Kohlezug, den färben wir mal hier blau ein. Okay, der nutzt auch beide Seiten. Sehr gut. Okay, so. Dann können wir jetzt nämlich, sobald sich das hier eingespielt hat, mal hier die Linie nehmen, Lebensmittellager und Fahrzeuge. Kann man die irgendwie, muss die jetzt alle einzeln ins Depot schicken? Scheint so. Kaufen, verkaufen, 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 verkaufen. So, sammeln wir mal ein bisschen Geld hier wieder ein. So. 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 Dann können wir nämlich die Linie hier. Achso, hier hätte ich wahrscheinlich auch alle machen können, ne? Ja, super. Glorreiche Aktion mal wieder. So. Und dann gucken wir mal, was unser Zug hier macht. Ob der dann auch. Ja, hier sammeln sich die Lebensmittel sehr gut. Da können wir den vielleicht sogar noch mal ein bisschen bei Bedarf ein bisschen länger machen. Das geht dann, glaube ich, schneller als und effizienter als mit dem LKW. Damit wir hier möglichst schnell auch. Wir haben nämlich nur noch knapp ein Jahr und haben bis jetzt 57 Lebensmittel eingelagert. Das ist natürlich quasi nichts. Das ist äußerst schlecht, um genau zu sein. So, wir werden mal schon mal hier ein bisschen Kredit zurückzahlen, damit wir ein bisschen Puffer haben. Im Moment machen wir ganz gutes Geld. Es fehlt dem hier immer noch Stahl. Wir produzieren eindeutig zu wenig Stahl, weil denen hier wahrscheinlich Kohle fehlt, würde ich sagen. Ja, der Kohlezug ist jetzt gerade angekommen. Werden wir den Bahnhof hier mal, brauchen wir eigentlich nicht zweigleisig ausbauen, machen das einfach so, setzen hier ein Signal hin, da eins, so, so, so. So, jetzt wird es halt interessant, das hier durchzuwursteln. Weil wir Glück haben, klappt das hier ohne weitere Schwierigkeiten, ja. So, jetzt sehen wir uns hier mal unseren Kohlenzug. Ja, das auch gleich gepeilt, sehr gut. Dann nehmen wir uns den hier, kaufen. Güter. Kohle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und sagen einmal Kohle bitte. So.
Da natürlich hier wirklich nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, wir können noch ein bisschen was einlagern, aber da wird nicht mehr so viel geben. Hätten wir mal früher anfangen sollen mit. Naja. Hier wird aber auf jeden Fall schon mal Baumaterial auch hier rüber transportiert, das ist schon mal gut. Damit sollte Göteborg auch ja, nach und nach dann vielleicht was kriegen. So ist nur die Route hier. Ich glaube, die können immer nur eine Ware transportieren. Also. Ach ne, die teilen sich so auf. Zwei Fächer, sehr gut. So, noch 9 Tage bis zum Krieg. So. Es ist schrecklich. Auf dem Kontinent schlagen sie sich die Köpfe ein. Wir halten uns besser raus. Dumm nur, dass die ganze Kriegerei sich nicht auf den Kontinent beschränkt, sondern auch in der Nordsee stattfindet. U-Boote, Seeminen und kreuzende Kriegsschiffe verhindern den Import der wenigen Lebensmittel, die es überhaupt noch zu importieren gibt. Trotzdem müssen wir die Versorgung unserer Landsleute sichern. Versorge die Städte Malmö, Göteborg und Irping über einen Zeitraum von 60 Monaten ununterbrochen mit mindestens 10 Lebensmitteln. So, da haben wir jetzt dann nämlich bald Schwierigkeit, glaube ich. Also wir haben ja hier, wie viel sollen wir schaffen? Mindestens 10. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Puffer. Göteborg ist ein bisschen wenig im Moment. Wir haben jetzt hier nämlich in unserem Lager nur 23. Also wirklich gar nichts quasi. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Weil hier ist jetzt ja, noch ist hier ein bisschen was in der Produktion drin, aber mal gucken. Ob jetzt unsere gesteigerte Stahlproduktion vielleicht dafür sorgt, dass wir noch genügend Lebensmittel importieren. Weil hier sind schon nur noch 200 gelagerte. Also kann man ja zugucken, wie das hier runtergeht. Da könnten wir ein Problem kriegen. Mal sehen. Weil unser Lager ist gleich leer. Unser Lebensmittelzug hier schickt zwar immer noch was rein, aber. Also wir lagern noch ein bisschen ein. Oh, jetzt ist es hier aber. Jetzt ist die Produktion auf einmal riesig nach oben gegangen. Okay. Müssen wir mal gucken und das hier beobachten. Der wird immer weniger. Mal sehen, ob das besser wird, wenn wir jetzt wieder Eisen da, also Stahl reinladen sozusagen. Oder ob da gar nichts mehr passiert. So, jetzt wird hier Stahl ausgeladen. Ah, doch, es geht noch. Aber. Oh, wir brauchen definitiv mehr Stahl hier. Wesentlich mehr Stahl. Und hier liegt ja ohne Ende Stahl rum, ne? 87, ja. Schaffen wir es dann noch einen dritten Zug reinzuzimmern. Züge kaufen. Nochmal so einen. Nur Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Schnell mal ein bisschen Geld rein. So. So. Dem zuweisen, und zwar dem Stahl. So. Notversorgung. Unser Vorratslager ist leer. Wir haben einen Bauern gefunden, der uns helfen kann, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Er hat mit der Schlachtung sämtlicher noch vorhandenen Schweine begonnen. Dumm nur, hat er einen Satansbraten von Sohn namens Michael, der ihm ständig in die Quere kommt. Malmö Farm produziert ab sofort Lebensmittel, die direkt in die Städte geliefert werden können. So, wo ist die Malmö Farm? Hier. Okay, dann müssten wir hier nochmal einen Zug quer rüber bauen. Können wir den hier noch upgraden? Könnten wir, oder? Ja, haben wir gerade. Sehr gut. Oh, haben wir nicht. Wollten wir aber. So. Okay.
So, da haben wir noch einen Stahlzug gebaut, der uns hier mal noch Stahl hinbringt. Hier in unserem Lager sind noch 172. So, wir müssen mal ganz kurz hier. Göteborg ist echt schlecht versorgt. Warum eigentlich? Hier ist so viel Nahrung. Ich glaube, wir sind einfach zu langsam. Und der bringt jetzt nochmal 100 Nahrung. Okay, wir werden jetzt erstmal den Zug hier, glaube ich, mal einstellen. Nimmt der jetzt Lebensmittel eigentlich von da mit, oder? Ja, okay. Dann brauchen wir jetzt hier ein Gleis. Und dann brauchen wir hier einen Güterbahnhof, nehmen wir einen Kopfbahnhof, hängen den hier hin. So. Wollen wir hier das letzte Stück weg, hier den Schnörkel. Ach, es treibt mich einfach in den Wahnsinn. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht machen. So, jetzt nochmal von vorn. So, das haben wir. So. Warum ist denn jetzt hier die Steigung zu groß? Also, der Landschaftsbau hier ist echt komisch manchmal. So. So. Jetzt mal geht die blöde Straße noch ab. Reißen die Brücke wieder ab und sagen jetzt dahin. Das geht immer noch nicht. So, dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Landschaft platt. Geht doch. Dass man immer erst meckern muss. So, dann bauen wir hier noch so eine schöne Straße hin und hier so. So, wunderbar. Da lassen wir jetzt ja, erstmal nur einen Zug fahren und zwar von dort nach dort. Bauernhof. Jetzt hängen wir hier noch. So. Und bauen da noch ein Zugdepot hin. So. Und bauen jetzt hier einen Zug zusammen. Den hier. Wagengüter. Was wird denn hier produziert? Viel mehr Lebensmittel. Güter, Lebensmittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Der fährt jetzt die Linie ab. So, dann lassen wir ihn einmal rausfahren und dann drehen wir mal um. In der Hoffnung, dass er gleich. Ah, wo er eigentlich genau so fahren. Hier muss er erstmal die Produktion beginnen. So, hier oben ist noch drin. 71. Ne? Ja. Hier sind noch drin 8. Also der Zug ist gleich nutzlos, dann können wir den mal stoppen. So, unser Personenverkehr hier ist dezent am Überquellen. Der hier hat 100 Güter an Bord. Und hier liegen auch jede Menge Güter. Wir bauen mal noch ein
Mutterschiff. Und schicken das mit auf die Linie hier. Güterverkehr. Und noch ein Passagierschiff. Das kommt zum Personenverkehr. So. Jetzt hier Quatsch gemacht gerade. Nee, sind alle richtig zusortiert. Den hier können wir mal ersetzen. Fahrzeugersatz. Und zwar. Wo ist hier das große? Okay. 100 Passagiere da. Achso, ja. Genau. So. Sofort ersetzen. Ja. Okay. So, damit sollte das doch hier wieder funktionieren. Wir haben bald hoffentlich eine bessere Güterversorgung. Der hier kommt gleich an. Das Ding muss hier erstmal losproduzieren. Bis jetzt haben wir hier 4 Brote. Gucken wir mal, wie viel der dann hier so die Tage mitnimmt. Und natürlich den jetzt hier extrem groß ausgelegt mit 96, aber ich hoffe einfach darauf, dass sich das Ding hier schnellstmöglich entwickelt. Hier 52 aktuell wieder im Lager. Scheint der Zug hier. Was ist der? Ja. Nimmt der im Moment noch raus oder liefert der hin? Ja, der nimmt mit 5 Stück. Okay. So. 22 ist natürlich im Moment hier noch wirklich mini. Ich hoffe, der wird noch besser. Das hier läuft aber im Moment. Wir müssen, was hat unser gesagt, 60 Monate. Also ein Drittel haben wir geschafft. Im Moment sind wir auch ganz gut dabei. Malmö ist halt, Göteborg ist immer so ein bisschen schwierig da oben. Hopp. Aber hier sind wieder 100 mal Lebensmittel unterwegs. Hier ist ein Güterschiff. Ah, es wird schon. Also Jöpking 17 im Moment. Aber es liegt halt daran, dass hier keine Lebensmittel ankommen. Da müssen wir schneller werden hier. Vielleicht baue ich sogar noch ein drittes, noch ein viertes Schiff mal einfach. Güter. Und rauf zum Güterverkehr. Damit wir das da aufrechterhalten können. Weil Lebensmittel sind ja genug da, wir sind nur zu langsam, die hin und her zu transportieren im Moment. So ein bisschen. Aber hier sind jetzt 100 Einheiten drauf, hier sind 100 Einheiten drauf. Das Personenschiff, das hier dürfte auch ein Personenschiff sein, ja. Okay, was macht hier unser Bauernhof? Immer noch keine Vergrößerung geplant, aber er ist ja auch erst noch bei 46 von 100. So, wir werden mal schon mal ein bisschen Kredit hier zurückzahlen. Da sind noch 29 im Lager, wenn die raus sind, können wir den anderen Zug hier auf jeden Fall anhalten. Aber im Moment läuft es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Hier haben wir auch eine gute Versorgung. So. Könnten natürlich mal noch ein Schiff bauen und einfach hier hinten hinfahren. Können wir mal ein Schiff kaufen, Passagiere. Ja, nehmen wir mal das. Und sagen, kann ich das direkt irgendwie hinfahren lassen? Das überhaupt? Ah ja. Schicken wir also einen Personenverkehr. War jetzt ein bisschen Quatsch, aber macht ja nichts. Hier warten aktuell 29. Ne, wir verkaufen das mal doch wieder. Hä? Weg zum Depot kann ich gefunden werden.
ja. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Die Züge, die Boote, die wir haben, und Schiffe sollen ja halbwegs rentabel laufen. Hier wird es jetzt nochmal wichtig, dass die Lebensmittel hier ankommen. Kann man den eigentlich upgraden? Ja, machen wir auch mal. Müssen wir warten, bis der weg ist. Gucken, ob die anderen Boote dann da noch hinkommen. Also ob die dann an den Personenhafen dahinter noch rankommen. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das sollten wir ohne Probleme schaffen. Ist hier irgendwie Bootsstau? Nö. Es geht hier ab. Immer noch nur 40. Die Stahlmühle, also die Dings hier ist voll, glaube ich. So gut wie zumindest. So, jetzt haben wir mal noch ein paar Millionchen hier zurück. Ja, das hier müsste mal noch schneller werden. 26 ist echt ein bisschen wenig. Was geht hier? Noch 16 im Lager. Er liegt halt einfach zu viel rum, deswegen produziert die Dings hier auch zu wenig. Ist das hier unser... Nee. Der hier transportiert im Moment immer noch zurück. Die Nachfrage jetzt so groß ist, könnten wir hier schon fast wieder einlagern. Lebensmittel, aber ich glaube, das macht er jetzt im Zuge des Spiels sozusagen nicht mehr, weil ja eigentlich überall genug Lebensmittel rumliegen. Aber die 16 Monate schaffen wir auf jeden Fall ohne Probleme, selbst ohne den hier, wenn er nicht mehr weiter aus dem Krieg kommt. Ja, das sollte kein Problem sein, die 60 Monate hier voll zu kriegen. Und dann mal gucken, was wir als nächsten Auftrag sozusagen kriegen, oder? Wobei 60 Monate, das sind 5 Jahre, das ist ja schon fast, müsste ja schon fast an Zeit reichen, um hier den Ersten Weltkrieg überspielt zu haben. Wobei das ja auch gar nicht passt zeitlich. Ich dachte, das wäre gerade ein erster Weltkriegsbezug, aber nee, ist ja auch Quatsch. Wenn wir jetzt noch 13 Monate warten, sind wir, oder letztens noch 12, sind wir doch 1930. Also kann da noch nicht zu Ende sein. Muss noch irgendwas Kriegerisches hier, oder zumindest irgendwas innerhalb der Zeit des Krieges auf jeden Fall sein. Aber viel mehr anschließen können wir jetzt hier auch nicht mehr. Das Steinding brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir ja hier die Schlacke genutzt zur Produktion von Baumaterial. Also eigentlich müssten wir, wenn wir das hier geschafft haben, durch sein. So, Schulden haben wir auch fast zurückbezahlt, wenigstens etwas. Hier, oh, jetzt wird es langsam ein bisschen besser mit den Lebensmitteln. Das etwas mehr an Schiffen hat auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, jetzt haben wir schon fast zu viel Personenschiffe. Oh. Wahrscheinlich würde eins weniger sogar reichen, aber mein Gott, macht die Linie hier Profit? Ja, nicht viel, aber ein bisschen reicht mir aus. So, 7 Monate brauchen wir noch. Ach, der fährt ja einfach durch, ist auch schön. Hier steigert sich die Produktion langsam ein bisschen.
ist eigentlich auch voll der Quatsch. Jetzt haben wir, weiß ich, wie viele Jahre lang Lebensmittel gegen Stahl mit den Deutschen getauscht, obwohl wir hier einen Bauernhof haben, den wir einfach nochmal antreiben hätten müssen. Naja, da wären wir ja schon, das wäre hier so ein Bauernhof, wenn wir ihn die ganze Zeit ausgebaut hätten. So, 4 Monate noch. Na, vielleicht schaffen wir sogar noch hier schuldenfrei zu sein, bis dahin, wenn es so weitergeht. So läuft das doch hier. So, jetzt sind wir eigentlich von der Folgenlänge her so, dass ich sagen würde, reicht jetzt, ne? Halbe Stunde ist, glaube ich, immer eine ganz gute Zeit. Wenn nicht, wenn euch das zu kurz oder zu lang ist, dann sagt da auch gerne mal Bescheid. Dann können wir das Ganze anpassen. Ich versuche das immer so bei einer halben Stunde zu halten, die Folgen. Pi mal Daumen. Manchmal ist es natürlich ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, wie es hier gerade so passt. Jetzt sind wir hier bei 59 Monaten. Wenn ich auf meine Uhr gucke, auf meinen Timer, sind wir bei 29 Minuten 55. Das wäre jetzt natürlich passend, wenn jetzt hier die Mission zu Ende geht. Weil das wäre ja... Als hätte ich gewusst, was ich hier tue. So, wir haben nicht alles geschafft, weil wir hier zu schnell begonnen haben, oder zu spät begonnen haben, Lebensmittel einzulagern. Hier haben wir zu lange für gebraucht. Vermögen haben wir gar nicht angehäuft. Wir haben ja fast jetzt nur unsere Schulden abbezahlt und die 500 Lebensmittel haben wir natürlich auch nicht erreicht. Aber ist ja nicht weiter wild. Wir haben es immerhin geschafft, die Versorgung über 30% zu halten und nie unter 5% gefallen. Also das lief schon mal ganz gut. So, damit war es wieder für diese Folge von Transport Fever. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen, Tipps und Anregungen für mich habt oder vielleicht auch nochmal ein anderes Projekt sehen wollt. Schaut auf jeden Fall auf dem Facebook-Profil vom Kanal der Captain Shift vorbei. Den Link hänge ich euch wie immer unten in die Beschreibung. Schaut auch regelmäßig bei Twitch vorbei. Wir streamen momentan relativ häufig, meistens freitags. Irgendwie das, worauf wir gerade Bock haben. Mal ein bisschen GTA 5 war in letzter Zeit. Oder Don't Starve Together. Oder Gang Beasts. Sonntags streamen der Sarge und ich da gelegentlich auch die Rennen der... VHS-Klasse und VLN-Klassen bei iRacing. Also schaut gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao ciao und bis zum nächsten Mal.